chest right in the morning, like a warning. Could have slept here for days. I felt your heartbeat, felt your mouth real, but it's not real. We were close to see the sun, but clouds got in our way. And so hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. In diesem Video geht es komplett um den Hitway H5, einen Scooter, den wahrscheinlich viele von euch nicht auf dem Schirm haben. Zuerst einmal die kompletten technischen Daten für euch im Überblick. Bei Bedarf einfach kurz pausieren und in Ruhe durchlesen. Und in einem Atemzug den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Aber jetzt soll es dann losgehen mit dem Video zum H5. Viel Spaß! So, hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben. Im heutigen Video wollen wir uns den Hitway H5 mal ansehen. Die ABE gibt es schon richtig, richtig lange und jetzt ist er verfügbar für ab 599 Euro auf Amazon. Link unten in der Videobeschreibung. Im Moment gibt es einen 100-Euro-Coupon. Ich finde die Kiste richtig interessant, denn sie hat richtig, richtig viele Specs. Und die werden wir uns jetzt gleich in der Nahaufnahme einmal genau ansehen. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Vergesst nicht, wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt, gerne ein Abo dazulassen. Dann würde ich sagen, let's go. So, es fängt zwar gerade an zu regnen, die meisten Sachen sind aber schon im Kasten. Aber kleiner Rundgang noch am Roller, bevor es richtig losgeht für euch. Also, wir fangen mal oben an. Zwei separate Bremsgriffe. Ein uns altbekanntes Display, beispielsweise Legend, Wizard. Dann hier ein Highlight. Schlüssel. Zwei Schlüssel habt ihr dabei. Dann einklappbare Lenker. Sehr nice. Höhenverstellbare Lenkstange. Dann hier zwar am Bordnetz befestigt, aber einschalten müsst ihr das Frontlicht über den Button hier oben auf der Lampe selber. Geht leider nicht über den Controller. Die Federung vorne, schaut mal, bis dahin ist der Federweg bei mir bei rund 88 Kilo schon gegeben. Zuladung sind hier knapp über 100 Kilo, nicht wie auf Amazon angegeben 120. Auf der Datenbestätigung steht nämlich nur die Gesamtmasse von 120 Kilo minus Roller. Klappmechanismus bekannt, hier mit dem Bolzen, den müssen wir sicherheitshalber mal da rein tun. Schauen wir uns auch gleich nochmal genau an. Auf dem Tritt, wo unser 10 Amperestunden großer Akku drin ist, bei 48 Volt haben wir zwei Grip Tape Streifen. Hier die Schräubchen sind nicht so besonders gut positioniert, die stören ein bisschen beim Stehen. Hinten auch voll gefedert, die Dämpfer machen auch hier einen richtig guten Job, das gefällt mir sehr, sehr gut. Seitenständer nicht optimal platziert, stört die Schraube, knallt nämlich da unten drunter und kommt nicht komplett in die Endlage. Da muss mal gucken, was ich da mache, mal sehen, wenn man die schwarze Hülle abmacht, vielleicht ob es dann besser ist. Ja, hier dann hinten auf dem Heck der Leuchtturm, der gefällt mir nicht so besonders gut. Hier euer Platz für das Kennzeichen. Der Roller ist angemeldet, Kennzeichen nur noch nicht da. Aber ich befinde mich ja hier auf Privatgelände und selbst wenn, ich kann nachweisen, dass der Roller angemeldet ist. Jo, dann haben wir vorne sowie hinten schöne große Scheibenbremsen, müssten 120er sein. Hier ebenfalls nochmal. Dann haben wir hier die Ladebuchse. Ist übrigens derselbe Stecker wie beim Legend. Also wer vielleicht einen 4 oder 5 Ampere Charger zu Hause hat, kann den benutzen. Hier ist die Plakette. EKFV konform alles. Ja, also Vollgummireifen.
durch die Vollgummireifen ist der Bremsweg, das werdet ihr gleich sehen, ein bisschen höher wie eigentlich erwartet, da das Gummi sehr hart ist und man sofort quasi driftet und nur noch rutscht, ist der Bremsweg knappe 3 Meter, aber immer noch absolut in Ordnung. Jo, also das soll mal kurz ein kleiner Rundgang vom Roller gewesen sein. Der Motor hinten 480 Wattstunden Peakleistung, Pi mal Daumen 650 für die City. Absolut ausreichend, oder für Leute, die leichter sind wie meiner einer, ist das auf jeden Fall ein cooler Roller, der vollgefedert ist. Aber jetzt soll's losgehen. Let's go. Ja, so ihr Lieben, also wir fangen mit dem Klappmechanismus mal an. Als erstes, ganz speziell hier, wir können die Griffe abklappen. Das ist sehr, sehr geil. Dann können wir auch noch die Lenkstange niedriger machen. So, leider geht es nicht weiter hier auf der Seite, da das Bedienelement stört. Man könnte es natürlich noch weiter nach innen schieben, nach außen schieben. Dann wird es noch ein bisschen weiter runtergehen oder halt ein bisschen schräger. Dann wird es auch noch was weitergehen. Aber trotzdem für den Preis sehr, sehr geil. Lenkstange höhenverstellbar und Griffe einklappbar. So, um das Ganze umzuklappen, haben wir hier den roten Hebel. Der ist ganz klassisch oldschool mit hier so einem Bolzen gesichert. Den bitte auch immer rein tun. Dann müsst ihr einfach einmal hier drauf drücken und könnt den Scooter, nachdem ihr bitte den Seitenständer hochgeklappt habt, einfach umklappen und seid auch schon fertig. Das Ganze ist auch durch den Klappmechanismus mit dem Reifen hier hoch, Zero Start ist an, ziemlich kompakt. Also den bekommt man gut im Bus und Bahn oder in den Kofferraum verstaut. Das ist sehr, sehr praktisch so. Ja, um das Ganze wieder aufzuklappen, den roten Bolzen reindrücken. Hoch die ganze Angelegenheit. Mit einem Ruck nach vorne, dass es einhakt. Nicht den Bolzen vergessen. Der muss auf jeden Fall rein. Zack. Und dann natürlich die Lenkstange auf die gewünschte, die Griffe ausklappen. Lenkstange auf die gewünschte Höhe. Fixieren und ihr seid wieder ready to drive. Ja, der Klappmechanismus ist echt gut, gefällt mir so ganz gut. Das mit dem Bolzen hätte man vielleicht ein bisschen anders lösen können, aber ansonsten in Summe macht das einen guten Eindruck. Das kennt man von vielen anderen Modellen und ich habe da eigentlich noch nie irgendwie von Problemen gehört. Ja, würde ich sagen, weiter geht's. Heute beginnen wir einmal mit dem Bremstest. Der Hitway H5 hat sowohl vorne als auch hinten 120 mm Bremsscheiben. Der Bremsweg beträgt hier etwas über 3 Meter. Das ist noch absolut in Ordnung. Er könnte aber wesentlich besser sein, wenn hier weichere Räder verbaut wären. Die Hartgummireifen bringen den H5 direkt zum Rutschen. Als nächstes schauen wir uns die Agilität des Hitway H5 an. Der Scooter braucht sich hier absolut nicht vor anderen Scootern zu verstecken. Das Fahrwerk macht einen super Job, er ist sehr, sehr agil, die Bremsen lassen sich fein dosieren und die Gasannahme ist ziemlich direkt. Es gibt zwar bessere, aber sie macht immerhin noch einen sehr, sehr guten Job. Das Ausweichen von Gegenständen oder Personen ist mit dem H5 absolut kein Problem und das Fahren macht richtig Spaß damit. Natürlich habe ich auch für euch die Beschleunigung einmal getestet. Der Hitway H5 beschleunigt von 5 auf 20 in 4,6 Sekunden und von 10 auf 20 in 3,2 Sekunden. Damit reiht er sich so ziemlich genau in der Mitte meiner Tabelle ein, die ihr unten in der Videobeschreibung findet. Als nächstes ein kleiner Einblick der Federung.
Zum guten Schluss nun ein kleiner Einblick der Steigfähigkeit. Der Hitway H5 beschleunigt ziemlich mild hier die ersten 7%, die dann ein bisschen abflachen auf 6% hoch. Und die GPS-Geschwindigkeit pendelt sich final so bei in etwa 20,5 ein. Das GPS schwankt immer zwischen 20,5 und 21 auf geraden Strecken. Den ersten Teil macht er natürlich ziemlich gut, so wie eigentlich jeder Scooter. Und richtig interessant wird es dann gleich, wenn es links hoch geht Richtung 10%. Ein kleiner Spoiler, der Hitway H5 hat, obwohl es nicht erlaubt ist, einen Tempomat, den man auch nicht ausstellen kann. Dieser schaltet sich nach ca. 5 Sekunden bei gleicher Geschwindigkeit ein. Hier bei den 10% sackt der Hitway H5 deutlich in der Geschwindigkeit ein und hält hier ca. 12 km/h bei den 10%. Das entspricht in etwa dem Xiaomi Pro 2. Hier bei den 8% beschleunigt er leicht wieder hoch auf in etwa 14-15 km/h, was dann am Schluss auch das Limit für ihn ist. Besonders stark ist der Hitway H5 leider nicht. Ansonsten wäre es ein wirklich perfekter Scooter. Und für ihn ist auch hier an den 19% Schluss. Und mit diesem Stichwort kommen wir zum Fazit und zum Schluss. So ihr Lieben, also kommen wir zum Fazit des Hitway H5. Also, erstmal die Sachen, die mir nicht so gut gefallen haben. Ganz klar, Licht ist zwar Bordstrom, muss aber manuell angeschaltet werden. Klappt nicht über den Controller. Die Schrauben hier hinten stören ein bisschen, wenn man auf dem Dritt steht und hat hinten die Ferse drauf. Das stört mich ein bisschen. Ganz klar, der hässliche Leuchtturm hier hinten, der ist nicht besonders schön. Aber da hat man sich wahrscheinlich, normalerweise war das Rückblech vom Nicht-EKV-Modell genau so. Da hat man einfach den Turm drauf geknallt. Hätte man wesentlich schöner lösen können. Ansonsten muss ich sagen, für den Preis von 5,99, 6,99, je nachdem für was ihr den schießt, ein ganz gutes Modell. Noch eine Sache, der Seitenständer geht nicht ganz nach oben. Der wird hier von der Schraube geblockt. Ich werde mir mal diesen Schutz hier noch entfernen und gucken, ob er dann höher geht. So verliert man ein bisschen Bodenfreiheit. Das ist natürlich auch nicht so gut gelöst, aber ist jetzt kein absolutes K.O.-Kriterium. Entweder man nimmt einen kleineren oder einen anderen Ständer oder halt versucht man den Schutz hier abzumachen. Vielleicht funktioniert das ja dann. Ja, positive Sachen. Eigentlich jede Menge. Ne? Die Beschleunigung und Steigfähigkeit ist im Mittelmaß, liegt so beim Xiaomi Pro 2, also ein bisschen überdurchschnittlich, oder sagen wir mal, das ist der Durchschnitt. Schwächer dürften Scooter mittlerweile auch eigentlich nicht mehr sein. Das ist okay, wir haben 10 Ampere-Stunden bei 48 Volt, 480 Watt Nennleistung, aber da die Peak nur bei 600, 650 liegt, ja, ist das auch nicht so besonders. Wir haben vorne sowie hinten Scheibenbremsen, die einen guten Job machen und gut einbremsen. Wir haben viele, viele Besonderheiten. Einklappbare Griffe, höhenverstellbarer Lenker, Federung vorne und hinten, die wirklich auch einen richtig guten Job macht. Ne? Also die gibt auch richtig nach. Das finde ich richtig cool. Ich hoffe, ich habe da ein paar schöne Impressionen für euch eingefangen, dass ihr das auch mal seht. Ich habe es auf jeden Fall versucht. Geschwindigkeit laut GPS liegt bei 20,5 bis 21. Also es ist mal kein China-Modell, was nur die 19,5 fährt. Also knapp über 20 liegen wir auf jeden Fall. Mein GPS schwankt immer so zwischen 20,2 und manchmal der 21. Also sagen wir mal 20,5. Ne? So Pi mal Daumen. Ja, ansonsten die Griffe würde ich mir ersetzen, wenn ich den langfristig fahren würde. Denn die sind so
wie so billiges Gummi. Nichts Besonderes, fühlt sich nicht hochwertig an. Ja, aber alles in allem bekommt man hier viele, viele Besonderheiten für einen wirklich günstigen Preis. Ne? Wo habt ihr all diese Features und Gadgets bei einem Scooter mal für den Preis gesehen? Ja, nicht zu vergessen, Schlüssel. Bis auf den Iohawk Legend, der große, fällt mir kein Scooter ein, wo ein Schlüssel bei ist. Ist natürlich nur eine Sache der Überbrückung, aber finde ich richtig toll, gefällt mir richtig gut. Wer es nicht besonders bergig hat oder nicht besonders schwer ist, kann hier bei dem Scooter auf jeden Fall auch bedenkenlos zugreifen und der ist unten in der Videobeschreibung für euch auf jeden Fall verlinkt. Dann vielen Dank fürs Zusehen, lasst gerne ein Abo da und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.